Mein Name ist Björn Blaser und ich habe den Bachelor Bauingenieurwesen an der Hochschule Luzern absolviert. Für meine Bachelorarbeit habe ich eine Fußgängerbrücke über Ziel in Langnau-Malbis entworfen und ausgearbeitet. Rahmenbedingungen sind die Wettbewerbsunterlagen vom Kanton Zürich und dass sie aus Holz erstellt werden müssen, da meine Bachelorarbeit im Bereich Holzbau gemacht habe. Nach einem Variantenstudium von drei verschiedenen Tragsystemen habe ich mich für eine Überlagerung von einem Fachwerksystem mit einer Bogenbrücke entschieden. Besonders dabei ist, wie man hier im Bild kann sehen kann, dass der Bogen nicht als Druckbogen, sondern als Zugbogen ausgeführt wird. Sie dient einerseits als Verbindungselement zwischen den zwei unterschiedlichen Flussseiten. Auf der einen Seite die ehemalige Spinnerei und auf der anderen Seite die Natur. Der Zugbogen hat auch seine statischen Vorteile und dient nicht nur dazu, dass man in der Brückenmitte besser auf die Ziele kann sehen. So wird durch das Aufbringen von einer Vorsprungkraft aufs Hängeseil einerseits Problematik mit den verschiedenen Systemsteifigkeiten begegnet und andererseits Durchbiegungen. Unterhalb vom Hängeseil wird eine Holzvertäfelung vorgesehen, dass mit der Kombination mit dem Dach, weil es zur Brückenmitte sich aufweitet, der konstruktive Holzschutz bildet.